Ja, heute reden wir mit Agnes Becker von der ÖDP. Du bist auch auf der Europaliste. Du bist nicht die Spitzenkandidatin. Darüber reden wir gleich nochmal, wer da einziehen wird. Erzähl ganz kurz gern erstmal etwas von dir. Ja, ich bin 43 Jahre alt, bin im Landkreis Passau in Wegscheid im südöstlichen Zipfel von Bayern zu Hause, bin ja gelernte Tierärztin, habe hier im Bayerischen Wald einen ganz kleinen Hof mit ein bisschen Landwirtschaft dabei, bin seit 1997 Mitglied der ÖDP, also jetzt schon eine ganz, ganz, ganz lange Weile. Und seit 2022 bin ich zusammen mit meinem Co-Landesvorsitzenden, dem Tobias Ruff, Chefin der ÖDP in Bayern. Und jetzt befinden wir uns gerade im Europawahlkampf. Ich bin auf Platz 5, kandidiere auf Platz 5 auf der Europaliste. Und wir sind jetzt gerade wirklich so voll am Werkeln und am Machen und Plakate aufhängen und Abendveranstaltungen und überall in Bayern unterwegs. Dann bevor wir irgendwie tiefer in einzelne Themen einsteigen, erzähl doch gerne mal irgendwie in 1-2 Minuten, wofür die ÖDP steht, was so eure Kernpunkte sind und warum man euch wählen sollte. Also ich mache es vielleicht wirklich ganz persönlich. Ich bin tatsächlich im zarten Alter von 16 auf die ÖDP aufmerksam geworden und habe gemerkt, dass es da eine Partei gibt, die sich einsetzt für etwas, was größer ist als das Individuum, nämlich für den Erhalt der Lebensgrundlagen. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Ich war auf einer Demo in München damals. Da ging es um die ökologische Steuerreform. Das hört sich jetzt irgendwie total theoretisch an, aber praktisch ging es eigentlich darum, zu zeigen, dass wir einfach auf einem begrenzten Planeten leben. Das weiß im Prinzip jedes kleine Kind, dass die Erde nicht unendlich ist, sondern eben ein begrenztes System mit begrenzten Vorräten an sauberem Wasser, an sauberer Luft, an Lebensmittelproduktion und dass auf dem begrenzten Planeten einfach kein unbegrenztes Wachstum möglich sein kann. Ja? Also das ist eigentlich was ganz Logisches und was ganz Klares und dass wir schaffen müssen, so zu leben als gesamte Menschheit, dass der Planet uns aushält. Und da gab es ein sehr schönes Zitat von Mahatma Gandhi, dass das eigentlich super gut zusammenfasst. Und der hat gesagt, die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Und das hat mich eigentlich angepackt von dem ersten Moment an. Und jetzt bin ich also schon über 25 Jahre dabei. Und auch wenn es sehr mühsam ist, als kleine Partei immer mal wieder Aufmerksamkeit zu bekommen und dieses Thema auf die Tagesordnung zu bringen, macht nach wie vor sehr, sehr viel Spaß, weil wir ganz viele ehrenamtlich, eigentlich ausschließlich ehrenamtlich engagierte Menschen haben, die das jetzt auch nicht machen, weil es irgendwann mal einen gut bezahlten Posten in einem Parlament oder in einem Aufsichtsrat gibt, sondern weil sie es machen, weil sie überzeugt davon sind. Also so Überzeugung ist etwas, was für mich ganz wichtig ist in der Politik und deswegen macht mir das immer nur Spaß und deswegen kämpfe ich auch in jedem Wahlkampf dafür, dass wir Stimmen und Interesse bekommen. Mich würde jetzt interessieren, das ist natürlich jetzt ein bisschen fies, dass ich dich das frage, weil ich jetzt schon einige Interviews hatte mit Parteien, die eben genau ähnliche Werte vertreten. Also zum Beispiel Partei Umwelt, Tierschutz oder Partei, hier V3-Partei. Also viele sagen, dass ihnen eben Klima und Umwelt und so besonders am Herzen liegen. Was unterscheidet euch denn eventuell von diesen Parteien? Also mein erster Eindruck, wenn ich jetzt so schaue, was eure Antworten sind, zum Beispiel beim Wahl-O-Mat oder wenn ich mir die Parteiwebsite angucke, ich würde behaupten, ihr seid vielleicht etwas konservativer in der Grundhaltung, aber sag gerne selbst, was du dazu sagen würdest. Vielleicht zwei Sachen, was die Unterscheidung betrifft. Ich glaube, es gibt keine andere Partei, mir ist jedenfalls noch keine andere Partei begegnet, die tatsächlich es wagt auszusprechen, dass wir in den westlichen Industrienationen nicht nur unsere Wirtschaft umstellen müssen auf Kreislaufwirtschaft, auf erneuerbare Energien,
sondern dass wir auch tatsächlich unsere Ansprüche reduzieren müssen. Dass es auch nicht nur darum geht, alles jetzt auf grüne Energie umzustellen, sondern dass es auch darum geht, unsere Ansprüche runterzufahren. Es war jetzt vor kurzem, Anfang Mai, wieder der sogenannte Erdüberlastungstag. Der wird für die Nationen einzeln berechnet. Und Deutschland hat ab Anfang Mai seine Ressourcen, die die Welt sozusagen zur Verfügung stellt für alle Menschen, die auf ihr leben, aufgebraucht. Also ab diesem Zeitpunkt, Anfang Mai, leben wir über unsere Verhältnisse. Wir leben über die Verhältnisse, die uns die Natur zur Verfügung steht. Und wir leben auch auf Kosten von Menschen im globalen Süden und in anderen Teilen der Welt. Und das zu sagen, dass es nicht nur darum geht, irgendwie jetzt bestimmte Dinge anders zu machen, sondern dass es auch darum geht, wirklich die Lebensweise so anzupassen, dass eben genug für alle da ist. Und ich habe da noch niemanden gehört, weder die Grünen noch andere Parteien, die das wirklich auch wagen auszusprechen. Es geht nicht, geht auch um Verteilungsgerechtigkeit. Und da schneiden sich die westlichen Industrienationen einfach seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten zu viel vom Kuchen ab. Also wir nehmen uns mehr, als uns zusteht. Das ist eine Wahrheit, die ist hart. Ja? Also wenn du damit zum PR, zur Agentur gehst, dann sagen die, oh Gott, wie kann man denn das? Ja? Du kannst ja niemandem sagen, du musst jetzt auf bestimmte Dinge verzichten und es braucht nicht den 1,5-Tonnen-SUV, sondern es tut vielleicht auch der kleine Smart, um damit von A nach B zu kommen. Das ist natürlich eine Botschaft, die sehr schwierig ist, aber ich glaube, in der Parteienlandschaft ist das unsere Aufgabe und unser Job. Ich würde einfach dann direkt einmal zum Thema Klimaschutz und so kommen. Mhm. Sag gerne mal, wie ihr euch als Partei denn vorstellt, das umzusetzen dann. Mhm. Genau. Ja, also Klimaschutz ist natürlich, oder die Klimaüberhitzung ist die eine der größten beiden Krisen, die wir im Moment zu bewältigen haben. Die zweite große Krise ist die Krise des Artenverlustes, die Biodiversitätskrise. Aber beim Klimaschutz kommt genau auch das zum Tragen. Wir werden auf 100% erneuerbare Energien kommen müssen, bald möglichst. Wir haben auch als Deutschland massiv dazu beigetragen, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre jetzt da ist, wo er ist. Und deswegen ist es auch unser Job, alles zu tun, was wir können, um auf erneuerbare Energien umzusteigen. Und zwar 100% bald möglichst. Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien und es sind auch Wohlstandsenergien. Aber das werden wir nicht schaffen, wenn wir die Verbräuche so haben, wie wir sie jetzt haben. Also das werden wir einfach nicht hinkriegen. Das ist auch eine Frage der Grenzen, die einfach unser Land bietet. Und deswegen, mich hat sehr positiv gestimmt, als nach dem schrecklichen Angriff der Russlands auf die Ukraine die Energiepreise gestiegen sind und plötzlich alle überlegt haben, wie können wir sparen in der Kommune. Na, wir schalten nur noch jede zweite Laterne in der Nacht an oder wir reduzieren die Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden. Und wir haben einfach nur über diese einfachen Maßnahmen, wo jetzt gar niemand auf irgendwas verzichten muss, das geschafft, über 7% beim Stromverbrauch einzusparen. Das war ungefähr der Bereich oder der Anteil, den damals noch die Atomkraftwerke in Deutschland geliefert haben am Strommix. Und den haben wir einfach weggespart. Und das war fantastisch. Und ich habe mir gedacht, Mensch, auf diesem Weg müssten wir eigentlich weitergehen. Also wir müssen runter vom Verbrauch und wir müssen umstellen. Und das ist beim Klimaschutz eigentlich, sind die beiden Vorgaben, um die es geht. Habt ihr Ideen, wie man denn sicherstellen kann, dass ein solches Sparen nicht zu Lasten derer passiert, die sowieso, sage ich mal, nicht so viel haben? Also im Sinne von, dass es eher, wenn man jetzt zum Beispiel CO2-Steuern einführt, dass das eben nicht an den Konsumenten weitergegeben wird und die dann sich einfach nichts mehr leisten können, sondern dass vielleicht auch die Firmen eher zahlen oder verantwortlich gemacht werden? Ja. Es gab mal so einen schönen Satz, also bei der EU ist ja auch immer die Landwirtschaftspolitik ein ganz, ganz großes Thema, weil wir jetzt eben gerade im EU-Wahlkampf sind. Und da ist ja auch die Frage, ne, müssen tierische Produkte, muss Fleisch teurer werden? Ist dann nicht die Konsequenz, dass sich das vielleicht Menschen mit geringerem Einkommen nicht mehr leisten können? Die Antwort darauf ist eigentlich ganz simpel und die gilt nicht nur für den Konsum von tierischen Lebensmitteln, sondern eben auch von Energie und von Wohnraum. Eine verfehlte Sozialpolitik kann nicht an der Ladentheke oder an der Steckdose wieder richtig gemacht oder wieder gut gemacht werden. Also ich kann nicht sagen, es muss der Verbrauch von Energie zum Beispiel
so günstig sein, dass sich das sozusagen jeder leisten kann, wenn ich weiß, dass der Verbrauch, so wie er ist, runter muss. Aber ich muss natürlich dafür sorgen, zum Beispiel mit einem anständigen Mindestlohn, wo man ja jahrzehntelang gerungen hat darum, dass der überhaupt kommt. Da muss ich gucken, dass die Leute einfach genug haben, dass sich dann nicht jeder eine 5-Zimmer-Fancy-Maisonette-Wohnung in München leisten kann. Das steht außer Frage. Aber die Grundbedürfnisse, Wohnen, Heizung, Lebensmittel, das muss möglich sein, auch mit einem Einkommen am unteren Ende der Skala. Das ist einfach, also ich kann nicht sagen, ich muss Beispiel Fleisch so günstig machen, dass das praktisch auf dem Preisniveau von Hundefutter ist, damit sozusagen jeder das noch sein Schnitzel oder seinen Braten haben kann. Auch da ist natürlich beim Fleisch der Punkt, um nochmal auf das Konservativ von vorher zurückzukommen, da sind wir tatsächlich konservativ im besten Sinne, ne? Wenn man sich so überlegt, wie früher vor 50, 60 Jahren die Tradition vom Sonntagsbraten war, wo halt das Verzehren von einem Lebewesen in Form eines Bratens oder was auch immer, etwas Besonderes war, was man halt nicht jeden Tag hatte, sondern halt zu besonderen Anlässen, sprich am Sonntag oder am Feiertag. Und das ist auch dem Tier, von dem dieses Lebensmittel stammt, ja vielleicht auch ein kleines Zeichen der Wertschätzung, dass es eben nichts ist, was sozusagen jeden Tag für ganz geringes Geld zur Verfügung steht. Bevor und das immer tatsächlich dann ein bisschen konservativ. Ja, also konservativ im besten Sinne, im Sinne von das bewahren, um was notwendig ist, damit wir Menschen auf diesem Planeten weiterleben können als Spezies. Ja? Der Planet kann ohne uns hervorragend. Das sowieso. Bevor wir nochmal expliziter zum Thema Tiere auch kommen, würde mich noch interessieren im Zusammenhang mit Umwelt und Klima, dass ihr jetzt zum Beispiel beim Valomat bei Einfuhrzöllen auf Elektroautos aus China mit Ja gestimmt hat, was ich interessant finde, wenn man zum Beispiel schaut, dass die Grünen da Nein sagen. Kannst du da so ein bisschen die Beweggründe nennen? Ja, also da gibt es natürlich erst einmal die Vergangenheit, wo wir wirklich sowohl von der politischen Vorgabe als auch von dem, was die Industrie dann tatsächlich in Deutschland ist ja eines der größten Autoherstellerländer der Welt, da hat man einfach ganz, ganz, ganz furchtbar viel verschlafen. Also das kann man einfach nicht anders sagen. Die konservativen Bundesregierungen der letzten Jahre und Jahrzehnte haben da einfach so getan, als gäbe es kein Problem und als müsste da keine Transformation stattfinden. Und jetzt stehen halt viele Autobauer in Deutschland da und sagen, blöd, irgendwie sind wir jetzt da 10 Jahre hinterher. Das ist natürlich was, wo man sagen kann, das waren politische Fehlentscheidungen und auch betriebswirtschaftliche Fehlentscheidungen in den einzelnen Unternehmen. Aber natürlich wissen wir, dass in Deutschland nicht nur direkt in der Autoindustrie, sondern natürlich auch bei den ganzen Zulieferern sehr, sehr viele Arbeitsplätze und letztlich auch dann viele Existenzen und Familien dranhängen. Und da jetzt sozusagen alle Türen zu öffnen und zu sagen, okay, die lassen wir jetzt sozusagen einfach vor die Hunde gehen, oder deutlich schrumpfen, ist natürlich ein sozialer Sprengstoff, auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass sämtliche Industrieprodukte, egal ob es jetzt Elektroautos oder was auch immer, ist außerhalb Europas mit deutlich geringeren Umweltstandards hergestellt werden. Also das ist einfach ein Faktum. Wir haben jetzt gerade die Debatte gehabt über Stahlimporte, wo einfach jetzt in Europa wirklich Auflagen kommen, was den CO2-Ausstoß in der Stahlindustrie betrifft. Und da müssen die sich dran halten und das wird auch wirklich schwierig und anstrengend für diese Branche. Aber das kann man natürlich nicht machen, wenn man dann zulässt, dass sozusagen Stahl und Stahlprodukte aus Übersee, nenne ich es jetzt mal, kommen, die diese Auflagen alle nicht einhalten. Deswegen muss man dann einen Ausgleich schaffen. Sonst kommen wir in
nicht nur in soziale Probleme, sondern auch in Abhängigkeiten hinein, wo wir ja doch durchaus bei Corona festgestellt haben, dass das nicht gut ist, wenn man mit vielen Produkten, die für uns lebenswichtig und existenziell sind, Stichwort Medikamente, darauf angewiesen sind, dass uns jemand beliefert. Und wenn das nicht mehr klappt aus irgendwelchen Gründen, dass wir dann dastehen und mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Das ist der Hintergrund für diese Antwort. Ja, verstehe. Thema, genau, kommen wir jetzt einmal kurz zu den Tieren. da seid ihr, würde ich behaupten, auch einfach pro alles, was in der EU so an Tierschutz passiert. Habt ihr da irgendwie nochmal, also ich finde es gerade spannend, du sagst ja, du kommst aus Bayern, dass da ja zum Beispiel noch Anbindehaltung und sowas praktiziert wird. Wie sind so die Positionen der Partei zum Thema Tierhaltung, Nutztiere und so? Landwirtschaftliche Nutztiere, genau. Ja. Das ist ja ein sehr, sehr weites Feld, gerade der Tierschutzbereich. Ich habe schon gesagt, ich bin von Profession Tierärztin. Ich habe entschieden, glaube ich, mit 4 Jahren, dass ich Tierärztin werden will. Das war immer mein Traumberuf. Und ich habe ihn natürlich lernen und studieren wollen, weil ich Tiere mag. Das ist, glaube ich, bei den allermeisten Studenten der Grundintention. Und gerade mein Traum war immer, Rindertierärztin zu sein, weil das einfach wahnsinnig tolle Tiere sind. Aber sie sind natürlich in einem, in einer Branche, wo sie halt auch ein Produktionsmittel sind. Das ist einfach, liegt in der Natur der Sache. Das ist kein Schoßhund, sondern das ist ein Tier, das ein Lebensmittel liefert oder Lebensmittel liefert. Und insofern wird es einfach von der Gesellschaft anders gesehen. Und auch von natürlich den Besitzern anders behandelt als der Schoßhund. Das ist ein Produktionsfaktor. Zum Stichwort Anbindehaltung. Aus tierschützerischer Sicht gibt es überhaupt keine Diskussion. Und da würde Ihnen wahrscheinlich auch kein Tierarzt widersprechen und keine Tierärztin widersprechen. Ist es einfach überholt und es muss aufhören. Tiere 365 Tage im Jahr an einem Fleck anzubinden. Das ist einfach, war früher Usus und es muss einfach aufhören. Das ist einfach aus tierschützerischer Sicht ganz klar und simpel. Jetzt haben wir in Bayern aber eine Struktur, wo wir im Vergleich zu anderen Bundesländern oder auch anderen Nationalstaaten in Europa relativ kleine Strukturen haben. Also bei uns hat der Betrieb in Bayern, der Milchkühe hält ungefähr durchschnittlich 40 Tiere. Und haben auch, wenn man es kaum glauben mag, immer noch ganz viele Betriebe, die innerhalb des Dorfes ihren Hof, ihre Betriebsstätte, ihren Stall haben. Und diese Betriebe haben ganz oft schlicht einfach die Möglichkeiten nicht, Weidehaltung anzubieten und zumindest die sogenannte Kombinationshaltung zu betreiben, wo man also sagt, okay, die sind von Mai bis Oktober auf der Weide und über den Winter sind sie im Stall und sind angebunden, weil die einfach nicht den Platz haben zu erweitern. Für mich wäre eine gute Lösung zu sagen, Betriebe, die bestehen, müssen eine lange Übergangsfrist bekommen, um dieses Problem zu lösen. Und da muss ihnen auch die Gesellschaft helfen, alles zu tun, um diese Transformation hinzukriegen. Und bei Neubauten, und so ist es ja tatsächlich auch schon bei Stellen, ist die Anbindehaltung einfach nicht mehr erlaubt und auch wird auch nicht mehr gefördert. Die Förderung ist da ja mal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Es funktioniert, aber es ist halt, wenn ich nicht diese kleinen Strukturen mit einem Schlag vernichten will, funktioniert es halt leider nicht von heute auf morgen. Vielleicht ein Aspekt zu dem Punkt noch, mir hat mein Landwirt so schön gesagt, wäre der Preis zum Beispiel für das Lebensmittel Milch über Jahre angemessen und auskömmlich und anständig gewesen, dann würde heute vermutlich auch kaum ein Landwirt noch freiwillig beim Melken unter seiner Kuh rumkrabbeln. Das macht nämlich auch ziemlich saumühsam, in einem Anbindestall zu melken, sondern die hätten alle versucht, hätten sie die finanziellen Möglichkeiten gehabt, eben einen Laufstall zu bauen und umzustellen. Er hat gesagt, kein Automechaniker kriecht heute mehr unter seinem Auto rum, sondern die haben alle eine Hebebühne. Nur der Bauer kriecht noch unter der Kuh rum, weil man eben die Landwirtschaft dazu verdammt hat, immer, was das Preisniveau betrifft, die Erzeugerpreise betrifft, so an der Kante entlang. Es war zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Und das hat auch ganz massiv dazu beigetragen, dass noch so viele solche Ställe in Bayern stehen, weil einfach die Wertschätzung, auch finanzielle Wertschätzung an der Ladentheke,
sehr unterentwickelt ist in ganz Deutschland. Also andere Länder, Österreich, Frankreich, Italien, geben für Lebensmittel einen wesentlich größeren Anteil ihres Einkommens aus. Also in Deutschland ist der mit am geringsten in der EU. Was ich spannend finde in dem Zusammenhang, also ich habe so den Eindruck, dass vielleicht dieses Konservative sich auch dadurch auszeichnet, dass man eben versucht, zum Beispiel kleine Bauernbetriebe und so weiter zu schützen gleichzeitig. Da finde ich es dann interessanterweise in dem Zusammenhang spannend, dass ihr zum Beispiel bei der Jagd auf Wölfe trotzdem sagt, dass das nicht erlaubt sein soll, weil da könnte man ja jetzt argumentieren, das sind ja gerade die Bauern, die irgendwie sagen, ja, die Wölfe, die reißen unsere Schafe. Da seid ihr aber grundsätzlich dafür, dass die Wölfe nicht gejagt werden sollen. Also das Thema Wolf ist natürlich in Bayern ein echtes Politikum, da kannst du Abende diskutieren und Abende füllen. Zuerst einmal ist die Geschichte der Wiederansiedlung des Wolfes in Deutschland und auch in Europa wirklich eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes. Also der Wolf war mehr oder weniger ausgerottet und er kommt zurück und er ist zumindest in Teilen Deutschlands wieder Bestandteil des, ja, des Ökosystems. Da erfüllt er ja auch eine wichtige Rolle, nicht nur der Wolf, auch andere große Beutegreifer, wie das so schön auf schlau heißt. Da erfüllen ja einen wichtigen Part in dem ganzen System. Wir leben aber natürlich in einem sehr dicht besiedelten Land. Es waren noch nie so viele Menschen in Deutschland wohnhaft wie im Moment. Und das sorgt natürlich für Konflikte. Und jetzt haben wir den Zielkonflikt. Einerseits wollen wir, dass Weidehaltung betrieben wird. Da haben wir zum Beispiel auch in Bayern während des Volksbegehrens Rettet die Bienen massiv dafür gekämpft, dass diese Prämien für Weidetierhalter erhöht werden. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Wolf, der an einigen Stellen in manchen Regionen in Bayerns auch ab und zu mal Schäden verursacht. Und es ist traumatisch. Also das Gefühl als Besitzer, zur Herde rauszukommen, zur Schafherde rauszukommen und da liegen 20 tote Schafe, die über Nacht gerissen worden sind, das ist nichts, wo man einfach ja, schnippt und dann ist das vorbei, sondern das macht was mit einem als jemand, der sich um diese Tiere gekümmert hat, seit sie auf der Welt sind. Das ist nicht einfach. Und in dem Spannungsfeld bewegen wir uns und tatsächlich gäbe es oder gibt es einen wirklich hervorragenden Aktionsplan Wolf, der ist seit ein paar Jahren in Bayern eigentlich gültig. Der wird immer nur wieder von interessierter Seite in Frage gestellt, der diese Koexistenz tatsächlich zumindest möglich macht. Möglich macht mit Herdenschutzmaßnahmen. Herdenschutzhunde sind jetzt in dicht besiedelten Gebieten einfach nicht praktikabel, ja, weil die fressen dann vielleicht auch manchmal einen Jogger. Nein, die fressen natürlich niemanden, aber diese Hunde sind einfach nicht dafür geeignet oder gezüchtet, dass sie halt sozusagen freundlich am Zaun stehen und wedeln, sondern die haben einen anderen Job und das ist schwierig. Aber wir hätten durch wirklich gute Herdenschutzmaßnahmen im Sinne von Zäunen schon die Möglichkeit zu schützen. Und zwar so zu schützen, dass das auch wirklich funktioniert. Also da gibt es Erfahrungen, ne? Wenn der Wolf einmal da den Kontakt hatte, dann geht er da nicht mehr hin. Also wenn das funktioniert hat, dann klappt das auch. Aber das kostet natürlich einen Haufen Geld. Und nicht nur das Bauen vom Zaun und das Material vom Zaun, sondern auch das Pflegen. Wir haben heuer einen Frühjahr, wo sehr viel Niederschlag war. Das Gras wächst. Jeder, der einen Garten hat, weiß das. Der hat wahrscheinlich schon 2-3 Mal Rasen gemäht. Der Zaun muss natürlich auch ausgemäht werden. Und wenn man da mal 2 Kilometer Zaun hat, dann weiß man, was man da getan hat, wenn man den ausgemäht hat. Das muss natürlich auch alles honoriert werden, wenn die Gesellschaft will, dass Wolf und Mensch in diesem Land in irgendeiner Form koexistieren können. Und ich bin überhaupt gar nicht ich halte es mit diesem Aktionsplan Wolf, wo auch durchaus die Möglichkeit drin steht, wenn also alle Schutzmaßnahmen nichts bringen und trotzdem Schäden und Risse an Tieren passieren, dass man dann auch einen Wolf abschießen können müssen darf. Aber halt nicht den Schutzstatus, den der Wolf ja hat im europäischen Naturschutzrecht, aufheben, sondern im Einzelfall, wenn wirklich ausgeschöpft ist, was man so tun kann nach menschlichem Ermessen, dass man dann auch sagt, okay, so jetzt ist es einfach so. Wobei man dazu sagen muss, viele Wölfe erst vor
halben Jahr ist bei mir 3, 4, 5 Kilometer davor entfernt von mir einer überfahren worden. Also die meisten Wölfe sterben, glaube ich, tatsächlich auf deutschen Straßen und nicht durch die Kugel eines Gewehrs. Die Koexistenz schließt aus meiner Sicht jetzt wirklich nicht aus, dass es nicht auch irgendwann mal dazu kommen kann, dass man einen Wolf schießen muss. Okay, ich würde jetzt zu so ein paar anderen europatechnischen Fragen kommen. Was ich ganz spannend finde, generell, ich habe wie gesagt immer so den Valomaten so ein bisschen vor mir, ist natürlich auch kein magisches Werkzeug, aber ich finde es von den Positionen irgendwie interessant, dass ihr bei einigen Themen, wo die sehr stark polarisieren, durchaus neutrale Haltung habt. Also zum Beispiel, wenn wir über das Thema Einwanderung von Fachkräften oder Asylanträge an der EU-Außengrenze reden. Magst du da vielleicht erklären, warum die ÖDP da eher neutral zusteht? Also das sind jetzt ja schon zwei Themenbereiche, über die man auch irgendwie eine halbe Stunde reden könnte ohne Probleme. Nehmen wir mal das Thema Fachkräfteeinwanderung oder Zuzug von Fachkräften. Da ist einfach ganz schwierig für uns ein Ja oder ein Nein zu sagen, weil es einfach ein unglaublich kompliziertes Thema ist. Und eine differenzierte Antwort im Valomat halt nicht möglich ist. Du kannst entweder Ja oder Nein oder du kannst das neutral sagen. Und dadurch drücken wir irgendwie ein bisschen aus mit der neutralen Antwort, dass wir das differenziert sehen. Es gibt ja auch mal nur die Möglichkeit, eine kleine Erklärung dazu zu machen. Die lesen vermutlich jetzt nicht so furchtbar viele Leute. Aber dann ist jetzt für mich vielleicht mal die Gelegenheit, warum ein neutral beim Zuzug von Fachkräften. Selbstverständlich soll es Leuten, die nach Deutschland kommen wollen, um dort zu studieren oder eine Ausbildung zu machen und auch hier zu arbeiten, möglich sein, das zu tun. Das ist ja der europäische Gedanke und auch über Europa hinaus ist das ja eine Errungenschaft unserer Zeit, dass das möglich ist. Also ich bin noch aufgewachsen, keine 15 Kilometer von mir weg war der sogenannte Eiserne Vorhang, die Grenze zu Tschechien, und da war wirklich die Welt zu Ende und das ist jetzt nicht mehr so und das ist was gar nicht hoch genug wertzuschätzen ist, dass dem so ist. Aber es hat natürlich zwei Problembereiche. Einerseits machen wir natürlich auch mit diesem Angebot einen sogenannten Brain Drain. Also in Ländern, die jetzt vielleicht selber wirtschaftlich sehr, sehr viel schwächer aufgestellt sind als Deutschland oder andere europäische Länder. Denen ziehen wir ganz massiv Leute ab, die eigentlich notwendig wären, um den eigenen Staat sozusagen aufzubauen und weiterzuentwickeln. Das ist ganz, ganz, ganz krass im medizinischen Bereich. Da sind einfach ganz viele Ärztinnen und Ärzte, die sich sagen, okay, die Bedingungen in meinem Land sind einfach so unterirdisch. Ja? Also da reden wir dann von monatlichen Einkommen von 400, 500, 600 Euro. Und das sind natürlich die Möglichkeiten in der EU oder auch in Deutschland ganz, ganz andere. Aber diese Menschen fehlen dann natürlich. Und auch dort ist natürlich eine medizinische Versorgung notwendig. Und das ist deswegen so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert aus unserer Sicht, weil wir sozusagen wieder nach dem Motto alles zu uns. Und der Rest ist uns wurscht, also ob dann medizinische Versorgung auf dem Land in Rumänien gewährleistet ist, interessiert uns dann nicht wirklich. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass wir nach langen, langen Jahren in Deutschland jetzt in eine Situation kommen, wo sich das Verhältnis umdreht. Also früher war eher eine Arbeitslosigkeit und Firmen und Unternehmen hatten eine breite Auswahl an Bewerberinnen und Bewerbern und waren sozusagen am längeren Hebel. Und jetzt dreht sich das ein bisschen um. Und wir haben selber in unserer Landesgeschäftsstelle der ÖDP eine Auszubildende im Moment. Und man merkt schon, immer wieder Auszubildende gehabt, vor 10, vor 15, vor 20 Jahren war das ganz anders. Du hattest die Auswahl, du hattest 15, 20 Bewerber und du konntest dir aussuchen, wen du gerne haben möchtest. Und jetzt musst du halt tatsächlich was bieten und musst dich bemühen und musst als Unternehmen ein bisschen mehr bieten als das usual Dings halt. Na, du kriegst einen Ausbildungsvertrag und du wirst nach Tarif bezahlt und jetzt halt die Klappe und koch Kaffee. Also so funktioniert es halt einfach im Moment nicht mehr. Und da gibt es zum Beispiel eine große Bäckerei bei uns, die gesagt hat, ich überhaupt Bäckerei ist. Bäcker ist ja auch so ein
Punkt, da, wer will heute noch Bäcker werden? Alle jammern und man muss in der Früh um 2 aufstehen und arbeiten. Und wer will das heute noch machen? Und der sagt zu mir, das ist gar nicht schwer. Wir bieten einfach unseren Leuten eine gute, hochwertige Ausbildung an. Und wir bemühen uns darum, dass denen bei uns gefällt und dass denen bei uns gut geht. Und ich habe noch nie ein Problem gehabt, Auszubildende zu finden. Und das Gleiche gilt natürlich nicht nur für den Bereich Ausbildung, sondern auch dann für den Bereich Arbeitnehmer. Es ist halt das Verhältnis oder das Kräftegleichgewicht hat sich umgekehrt. Die Arbeitnehmer sind jetzt eher in der Lage zu sagen, ich will mehr Geld haben oder ich will mehr Freizeit haben oder ich will flexibler arbeiten. Und da sind, glaube ich, viele Unternehmen nur nett, haben das noch nicht so ganz überrissen, dass man da jetzt was andere Dinge bieten muss. Und dazu sagen, wir suchen uns jetzt sozusagen Leute aus anderen Ländern, wo die Verhältnisse ja vielleicht nicht wirklich gut sind, die Bedingungen. Und damit füllen wir sozusagen unsere Lücken, damit wir an der Qualität der Arbeit, die wir anbieten, nichts ändern müssen, sondern damit alles so bleiben kann. Und das ist der Grund, warum wir neutral antworten, weil es einfach schwierig ist. Ja. An der Stelle hat mein Ton leider kurz versagt. Ich bin dann auf eine weitere Antwort zu sprechen gekommen im Wahl-O-Mat, wo die Partei auch neutral eingestellt ist, was ich super spannend fand, nämlich beim Thema Schwangerschaftsabbrüche und ob die entkriminalisiert werden sollen in der EU oder nicht. Da ist die Partei entgegen vieler anderer Parteien, die so im Umweltschutz aktiv sind und teilweise dann sich sehr stark links verorten, eher ja, neutral bis konservativ zu eingestellt. Und das ist die Antwort von Agnes Becker dazu. Ja, das ist tatsächlich vielleicht etwas, wo das Wort konservativ am deutlichsten zum Vorschein kommt. Wir wissen alle, die gesellschaftliche Debatte innerhalb Deutschlands in den 80ern und 90ern war unglaublich polarisiert und hat die Gesellschaft gespalten. Und es war wirklich, da war ich noch ein Kind, aber das habe ich auch schon mitgekriegt damals, wie da wirklich die Fronten aufeinander geprallt sind. Und man hat aus diesem mühsamen Prozess eine momentane Gesetzeslage herausbekommen, mit der man jetzt seit vielen Jahrzehnten aus meiner Sicht eigentlich ganz gut gesellschaftlich und auch ganz persönlich leben konnte. Und der Fakt, dass es auch, wenn ein Leben ungeboren ist, sondern Rechte hat, die ein Mensch halt nun mal hat, das ist für uns ganz wichtig. Also es ist nicht nur die Entscheidung der Mutter, sondern es ist eben auch noch ein zweites Leben im Spiel, das im Zweifelsfall beendet wird. Und das ist etwas, wo wir schon der Meinung sind, dass das ein wichtiges Gut ist, wo auch ein gewisser Schutz stattfinden muss. Beides muss abgewogen werden. Das ist in dem Kontext, in dem wir uns momentan rechtlich in Deutschland befinden, gewährleistet. Ich sehe ein viel größeres Problem darin, dass es immer schwieriger wird, die Versorgung gerade auf dem flachen Land, was zum Beispiel eben Ärztinnen und Ärzte betrifft, die dann solche Abbrüche durchführen, wenn sie denn dann nach den Regeln sozusagen stattfinden können. Das ist das Problem. Also die Straffreiheit, die wir im Moment haben, ist aus meiner Sicht richtig und begründet. Aber der Punkt muss schon so im Strafrecht geregelt sein, wie er im Moment ist, weil es handelt sich um die Beendigung eines Lebens. Und da haben wir sehr, sehr viel Respekt vor jeder Art von Leben, eben auch vor dem noch nicht Geborenen. So, und gleich ist mein Ton wieder da, keine Sorge, aber an der Stelle habe ich dann eben gesagt, dass ich persönlich dazu jetzt nicht viel sagen werde, wie immer bei diesen Interviews, weil die Meinung sollt ihr euch als Zuschauer bilden, aber dass ich es eben interessant finde, weil ich noch nie eine Partei gesehen habe, die ja so, weiß ich nicht, im Thema Umweltschutz ist, aber teilweise dann konservativ in anderen Hinsichten und dass ich diese Kombination einfach interessant finde. Dann habe ich weiter gefragt zur Spitzenkandidatin der ÖDP, Manuela Rieper, und ob Agnes Becker zu ihr noch ein paar Worte sagen kann. Richtig, die Manuela Rieper ist momentan unsere amtierende Europaabgeordnete, macht das jetzt seit 4 Jahren, ist für den Professor Dr. Buchner nachgerückt. Das war unser erster Europaabgeordneter. Und sie ist 2020 nachgerückt und ist jetzt seit 4 Jahren im Europäischen Parlament. Manuela hat natürlich
die Parteiprogrammatik tief in sich aufgesogen. Man muss im Europäischen Parlament ja sehr, sehr, sehr viele Entscheidungen zu unglaublich vielen Themen treffen, wo man jetzt vielleicht persönlich nicht unbedingt der größte Experte ist, kann man auch gar nicht sein. Ich bin sehr froh, dass Sie zum Beispiel bei dem Thema Gentechnik in der Landwirtschaft, das war jetzt gerade im Europäischen Parlament, von Dezember bis April ein ganz, ganz, ganz großes Thema, also die Deregulierung der gentechnisch veränderter Pflanzen in der Landwirtschaft. Da bin ich sehr, sehr froh, dass die unglaublich toll versucht hat und gekämpft hat gegen diese Deregulierung. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, es geht um die sogenannte neue Gentechnik. Genschere CRISPR-Cas ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal zu Ohren gekommen, ist also ein neues Instrument, um gentechnische Veränderungen bei Pflanzen schneller durchzuführen, als das bisher möglich war. Und jetzt sind also massive Bestrebungen auf EU-Ebene, das zuzulassen. Und zwar nicht nur zuzulassen, sondern auch ohne Risikoprüfung und ohne Deklarationspflicht. Dabei wissen wir, dass also fast 80% der Menschen in der Europäischen Union keine gentechnisch veränderten Produkte haben wollen. Und wenn dann eben doch etwas zugelassen wird, dass man dann einfach eine Kennzeichnungspflicht hat und wo dann auch deutlich draufsteht, hier ist gentechnisch veränderte, sind gentechnisch veränderte Pflanzen verarbeitet. Und beides soll eben nicht kommen. Und das ist wirklich dramatisch. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass sie da verteidigt dessen, das, wo wir eigentlich schon seit 20 Jahren dagegen kämpfen. Keine Gentechnik, kein Freilandversuch auf deutschen oder europäischen Äckern mit gentechnisch veränderten Pflanzen, wo keiner von uns weiß, was das für Auswirkungen und Konsequenzen hat. Das war jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Ja, auch hier geht es halt einfach darum, Naturschutz und Umweltschutz dafür die Fahne hochzuhalten. Und wir haben jetzt gerade in der Europäischen Union unter dem Eindruck der Bauernproteste Anfang dieses Jahres wirklich erlebt, dass es einen krassen Rollback gibt, gerade in der Agrarpolitik. Viele wichtige und richtige Ansätze der Europäischen Kommission, zum Beispiel bei der Reduktion von Pestizideinsatz oder dem Ausbau der ökologischen Landwirtschaft, dass die zurückgenommen worden sind. Unter dem Eindruck, dass also im Frühling viel oder im Winter, im späten Winter viel Bulldog gefahren worden ist. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, wer den größeren Bulldog hat, hat recht. Und das ist etwas, was mich wirklich zutiefst beunruhigt, weil die Europäische Union gerade in Sachen Naturschutz und Ressourcenschutz eigentlich ein Taktgeber war bisher in Deutschland und auch in Bayern. Bayern hat Deutschland auch etliche Vertragsverletzungsverfahren bekommen, weil Naturschutzgebiete nicht ausgewiesen worden sind, die ausgewiesen werden müssen, weil der Wasserschutz nicht richtig funktioniert hat, so wie er vorgeschrieben war. Und diese Rolle verliert die Europäische Union, droht die Europäische Union gerade eben zu verlieren. Und wenn jetzt ein Wahlergebnis am 9. Juni rauskommt, wo der rechte und rechtsextreme Block sozusagen größer wird, dann ist das für den Naturschutz und für den Artenschutz und für den Umweltschutz eine Katastrophe. Also neben vielen anderen Dingen, die ja dann aus meiner Sicht wirklich bedrohlich ins Wanken geraten, ist es eben auch für den Naturschutz und Artenschutz, was einfach qua Amt unser Thema ist, ein großes Drama. Und deswegen bin ich da sehr, sehr froh, dass die Manuela da sehr deutlich dagegen gehalten hat. Und ich hoffe, dass sie das dann vielleicht ab 9. Juni mit einem zweiten oder einer zweiten an ihrer Seite oder vielleicht sogar einem dritten ÖDP-Mandat tun kann. Würdet ihr euch da wahrscheinlich wieder einer Fraktion anschließen wollen? Gibt es da schon Ideen? Also aktuell ist es ja die Fraktion Grüne, also Freie Europäische Allianz. Also mit Sicherheit wahrscheinlich schon, um was tun zu können. Aber gibt es da irgendwie Ideen, vielleicht eine andere Fraktion oder ganz sicher wieder die? Also natürlich muss man das Fell des Bären erstmal erlegen, damit man das Fell irgendwie anschauen kann. Es hat große Vorteile, sich einer Fraktion anzuschließen. Klarer Fall, es sind über 700 Abgeordnete im Europäischen Parlament. Wenn man da als Einzelabgeordneter drin sitzt, hat man halt ganz wenig Chancen, tatsächlich an Gesetzgebungsprozessen mitzuwirken. Deswegen macht es einfach Sinn, sich einer Fraktion anzuschließen.
die Manuela Rieper war jetzt zum Beispiel Berichterstatter für Waschmittel. Ja, da werden jetzt natürlich sämtliche Männer lachen. Haha, weibliche Abgeordnete kriegt eine Berichterstatterposition für Waschmittel. Hat aber natürlich auch ganz, ganz großen Zusammenhang mit Natur- und Umweltschutz. Ne? Also jeder von uns benutzt täglich Reinigungsmittel und Waschmittel und nicht nur eben in der Waschmaschine, sondern natürlich auch am Körper selbst. Das fällt da alles drunter. Und da können natürlich Stoffe erlaubt werden, die einfach nachhaltig den Wasserkreislauf und auch die Natur schädigen oder halt eben auch nicht. Und je nachdem, wie man da streng die Reglementierung festsetzt, ist es eben gut oder schlecht für die Natur. Und solche Positionen, also Berichterstatterpositionen für eben zum Beispiel eine neue Verordnung, Chemikalienverordnung in der EU, ist ganz wichtig. Und dann die kommt man nur an, wenn man sich einer Fraktion anschließt, wenn man jetzt allein oder zu zweit oder zu dritt da drin sitzt. Insofern wird es sicherlich wieder einen Anschluss an eine Fraktion geben, ob das dann die grüne Fraktion wird oder eine andere Fraktion. Das muss man dann auch den Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern überlassen. Das ist natürlich auch eine Verhandlungssache und auch eine Frage, auch ein bisschen der persönlichen, mit wem kann ich gut? Also wenn ich mit denen 4 Jahren oder 5 Jahren zusammenarbeiten muss, dann muss es da schon irgendwie auch menschlich stimmen. Auch der Abgeordnete ist nur ein Mensch. Klar, verständlich. Gut, dann bin ich erstmal mit meinen Fragen soweit durch. Hast du noch irgendwelche letzten Worte oder irgendein Thema, wo du sagst, die Frage hatten wir heute noch gar nicht, was dir besonders unter den Fingernägeln brennt, wenn du eine Sache noch ansprechen könntest, dann die, ja. dann gerne. Das letzte Wort gehört dir. Die berühmten letzten Worte, ja. Ja, tatsächlich will ich da wirklich keine Gelegenheit auslassen. Wir haben ja heuer jetzt ein 5-jähriges Jubiläum in Bayern. Vor 5 Jahren hat das erfolgreichste Volksbegehren in der bayerischen Geschichte stattgefunden. Das hieß damals Rettet die Bienen und hat immer noch zum Ziel, den Artenschutz nach vorne zu bringen, auf die politische Agenda zu zwingen und hat auch das bayerische Naturschutzgesetz da entscheidend verbessert. Was ich damit sagen will, auch 5 Jahre danach ist es unendlich wichtig, nicht nur die eine große Krise, die wir alle merken, wenn wir beim Fenster rausschauen oder wenn wir uns überlegen, wie der letzte Winter war, dann wissen wir alle, wir sind nicht vor der Klimakrise, sondern wir sind mittendrin in der Klimakrise. Aber die Vereinten Nationen bestätigen, dass eine weitere Krise eben noch viel näher dran ist an den sogenannten Kipppunkten. Und das ist die sogenannte Biodiversitätskrise. Also das Artensterben, das wir im Moment erleben, ist das größte Artensterben seit den Dinosauriern. Und das ist ein menschengemachtes. Und mir hat mal ein Wissenschaftler so schön erklärt, hat gesagt, du musst dir das vorstellen, Artenvielfalt wie ein Netz mit vielen, vielen Knoten. Und dieses Netz trägt unsere Lebensgrundlagen. Und es gehen viele, viele Knoten in diesem Netz verloren, es verschwinden Arten, jeder Knoten ist sozusagen eine Art, die eine bestimmte Rolle hat in diesem System und ganz viele Knoten können reißen und verschwinden und es merkt überhaupt niemand und es bleibt alles gleich, es sieht alles gleich aus und es funktioniert auch alles gleich, aber irgendwann ist das Netz einfach so löchrig, dass es reißt. Jetzt habe ich gerade eine Fliege auf dem Kopf zum Thema Artenvielfalt. Zum Thema, ja. Genau, und wenn dieses Netz dann aber wirklich irgendwann mal so schwach ist, dass es reißt, dann passiert es von jetzt auf sofort. Was ich damit sagen will, die Biodiversitätskrise ist neben der Klimakrise die Krise, für die sich die Politik das meiste Hirnschmalz und das meiste Tun vornehmen muss, weil die Klimakrise entscheidet, wie wir in Zukunft auf dem Planeten leben und die Biodiversitätskrise entscheidet, ob wir in Zukunft auf diesem Planeten leben. Und deswegen lasse ich keine Gelegenheit aus, um dieses Thema hochzuhalten und das Fähnchen für den Artenschutz und den Erhalt der Artenvielfalt um uns herum zu schwenken. Meine letzten Worte. Wunderbar.